Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf das neueste Video von Fresh Ducks Duo. YouTuber bewerben sich für Seven vs. Wild. Ja. Alter, ich bin erst an der Reihe, cool. Freunde, Wildcard. Ich wollte gerade sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Seid ihr ready? Wenn Sie eine freie Minute haben, können wir uns da mal unter vier Augen unterhalten. Ja. Ja, oder sechs oder acht, je nachdem. Schön. Fantastisch, so machen wir das. Zu laut für euch. Hallo, ist jemand zu Hause? Hier ist Maxi. Hallo? Hallo. Ey, jeder einzelne Satz kommt bei mir aus GTA RP. Also wirklich, Fresh Ducks, du kannst dich da noch 5 Jahre lang bedienen. Ich habe da so viel Scheiße gelabert während der GTA-Zeit. Da haben die ganz entspannt Content. Wo bist du? Hier ist keiner im Raum. Kleiner Scherz. Oh, das war jetzt nicht so nice. Nein, das war ein kleiner Scherz. Beruhigt euch. Ah, du sagst es. Jetzt müssen wir erstmal, Hugo, wir müssen es jetzt erstmal im Kopf auf Seven vs. Wild vorbereiten. Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Digga, hast du schon überlegt, welche Frisur du machst, wenn wir da reingehen? Digga, ich steck mir einfach ein paar Gegenstände in den Arsch. Was wollt ihr machen? Willst du da reingucken oder was? Wird Fritz danach suchen? Irgendwas riecht hier komplett nach Scheiße. Ja, Digga, wenn ich zum Beispiel so 3 Salatgurken in meinem Arsch noch mitnehme. Das passt doch, oder? Ah, ich weiß jetzt, was stinkt. Wenn ich furze. Ich war jetzt letztens in einem Globetrotter-Store, so Survival. Ich war völlig lost, ich bin in den Laden reingegangen. Ich so, ja, ich brauche hier irgendwie sowas. Und dann sagt sie, hier, das kann ich dir anbieten. Sag ich, ja, das ist geil, das nehme ich. Und jetzt habe ich... Was für eine Scheiß-Szene, da war nur ein weißes Shirt, das auf so einem Gespräch stattgefunden hat. Da beruft er sich aber... Okay, das ist natürlich eine geile Szene. Das war eines der... Ja, ihr kennt das Video alle, ne? Das muss ich kurz zeigen. Da führt nichts dran vorbei. Ich habe mir ja Equipment im Globetrotter gekauft, im Wert von 1300 Euro. Ne? Und das habe ich nie benutzt. Das war für die Rollertour. Ich habe das alles nie benutzt. Das ist alles original verpackt, noch im Rucksack drin. Nie benutzt alles. Ich habe das hochgeladen. Das ging ultra ab. Und dann hat Fritz Meinecke drauf reagiert. Und das hat 3 Millionen Klicks. Natürlich haben mich alle Leute in den Kommentaren gehasst. Aber alleine, dass ich ein Video hochlade mit 1 Million Klicks und Fritz macht eine Reaction raus mit 3 Millionen Klicks, haben sich die 1300 Euro für was ich nie brauche, gelohnt. Hat sich gelohnt. Und jetzt landet es sogar nochmal 2,5 Jahre später hier in dem Video drin. Ich habe mir viele Sachen gekauft. Ich hole jetzt mal ganz kurz die erste Tüte. Ist eine sehr geile Reaction von Fritz. Kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr euch das reinzieht. Ich bin mega gespannt, was er sich hier krass gezogen hat. Das hier ist der Rucksack. War auch der Bestseller da. Alter, übel das Unboxing hier. Das ist eine richtig gute Axt. Und ich bin sowieso jemand, der gerne Bäume fällt. Ich blute! Hilfe! Oh Mann, das ist scheiße! Ich verblute! Hallo, Leute! Ich blute! So, als nächstes haben wir ein Handtuch. Ich habe echt noch viele Sachen. Digga, das Ding ist durch, Digga. Gib mir einen Grund, warum wir da sein sollten. Doch, doch, hör mir zu. Du bist der viralste Creator auf TikTok, weil die wissen, wie wichtig das ist, zu performen. Und bei mir ist so, ich bin einfach so eine Riesenlegende, verstehst du? Bei Rätsmann und Kevin, keine Ahnung, Bro, wer ist Rätsmann? Weißt du, was ich meine? Ey, was soll das? Egal. Stell dir vor, Tech-Team, Seven vs. Wild mit Hugo, Bro. Bruder, nee, Mann. Ich sag ehrlich, ich würde Hugo auf den Grill packen. Hugo wäre an Tag 4 auf dem Grill. Wenn wir abends am Lagerfeuer am Zelt sitzen, habe ich mir einen Hut gekauft. Den musste ich mir auch mitnehmen. Wollen wir mal über die Brille reden? Kein Messer. Aber wofür brauche ich ein Messer? Ich habe eine Axt und ich habe Feuer. Was willst du denn? Wenn man mich sieht, dann denkt man direkt, Alter, das ist auch safe Survival-Experte. Wie sehe ich gerade aus? Ey, sei mir mal nicht böse, aber du hast hier gerade nicht so richtig zugehört, was wir suchen. Ja, aber trotzdem danke. Es ging darum, ein Projekt zu machen mit Sachen, die ihr noch nie gemacht habt. Wir wollen bei der Bundeswehr anfangen. Das habe ich noch nie gemacht. So Leute, sprecht jetzt mal ein Machtwort. Hey, 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 hört mir mal zu, ihr kleinen Spießer da drüben. Hört ihr mich, ihr Spießer? Greift er an? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Jetzt will ich einfach nur mit Otto. Es ist gut. Es ist gut. Wunderbar, da bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Dankeschön. Warte mal, ich muss kurz meinen... Ich brauche kurz... Oh nee, was kommt jetzt? Alter, eine Präsentation. Meine Bewerbung an Fritz für Seven vs. Wild. Dieses Loch haben wir in unter 15 Minuten gebaut, haben dabei viele Steine gefunden und mehrere Würmer, die wir gekocht und gegessen haben. Dieses Loch ist winddicht, wasserdicht und wir sammeln aber auch Wasser in unserem Graben, was wir dann trinken können. Ich bin sprachlos. War gut? Nein, 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 nein. Einige Hobbys, die in unter dem großen, na, da haben wir aber nicht ordentlich geschrieben. Wie alt bist du? 35. Wie alt bist du denn?
Sehr schön. Na, dann hau mal raus. Also ich glaube, ich würde... Ist Unge echt 35? Ich weiß gar nicht, wie alt Unge ist. Nee. Hä? 32. 32? Safe, safe, safe. Wow, 32. Okay. Gehört er dann mit 32 eher so in die Sparte so zu InScope, mir und Sascha und so? Wir sind alle 28 so? Ne? Oder gehört er so in die Sparte Knossi und Mark Eggers, die beide schon 36 sind? Zu welcher Generation gehört er dazu? Zu Monte, Team Rentner. Okay, gut. Fast jeden Kram mitmachen. Ich finde auch nichts irgendwie zu krank oder so. Wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die die ganze Zeit will, dass ich ihre Füße knutsche, ich würde es einfach mitmachen. What the fuck? Wie bitte? Habe ich aber nicht. Ne? Also mir ist alles egal. Ich bin so ein YOLO-Mensch. Das finde ich gerade echt unangenehm. Aber er hat hier irgendwie so eine Pflanze auf der Brust, die es irgendwie wieder sympathisch macht. Gefällt dir sowas auch? Öko, Öko für die Natur, mäßig Umwelt. Steine werfen, Fragezeichen, Öko-Aktivist. Mein Name ist Kevin und ich will mit meinem Kumpel Dominik bei der Survival-Show abräumen. Wir haben alle Staffeln gesuchtet und ich baller mit Bögen und Armbrüsten. Ready to rock? Peinlich für mich, peinlich. Fritz, bitte. Fritz, bitte, bitte. Survival. Bitte, ey, bitte, Bruder, mach bitte. Doch nicht so, komm. Was sind deine Stärken, deine Schwächen? Ich kann tanzen. Ich habe 10 Jahre professionell getanzt. Wisst ihr, wer mir richtig auf den Sack geht? Diese einzelnen Personen, die meinen, oh, jetzt tanze ich mal alleine in der Mitte. Oh, jetzt renne ich mal hier noch rum und bin obercool. Was? Fokussiere ich immer schon an, sag ich euch. Und in die springe ich als erstes rein. Die gehen mir richtig auf die Eier. Ich mach das Ding komplett bis oben hin voller Koks. Und dann werden wir mal gucken, jage ich die Bären oder jagen die Bären mich? Pass auf, ich bin ganz ehrlich und real zu euch. Ich find's irgendwie geil. Es ist aber auch natürlich absolut illegal. Das ist verboten. Der Move ist die Schalker-Kiste, da kommt eine Schalker-Kiste rein. Fritz, darf man eine Ender-Kiste mitnehmen, ja oder nein? Was redet ihr? Ich versteh's nicht. Minecraft? Ich nehm 7 Vita, warte mit. Ach, das muss in die Flasche reinpassen. Ach so. Kriegt man hier die große Baumsäge von Chris rein? Ja. Oder auch die Säge von Sabrina? Ja, ich bin nicht so gut in Abschätzen, aber ich denke schon. Keine Chance. Ach so, okay, gut, dann habe ich mich vertan, tut mir leid. Bekommt man hier einfach ein ganz klassisches Outdoor-Messer, ja. Feststehende Klinge mit Scheide und schon, Feuerstahl rein? Ja. Nein. Fuck. Bekommt man ein kleineres Messer mit Scheide rein? Auf keinen Fall. Ja? Warum ist Kevin so unendlich dumm in der Folge? Eben auf der Tanzfläche, jetzt hier. Was haben die vom Freshtag zu gegen Kevin? Du solltest, wenn du dich bewirbst, absolut zuverlässig sein, ja? Och nö. Ich muss Fallschirm springen. Was? Ja, für die Bewerbung, für Wildcard muss man irgendwas machen, was man noch nie gemacht hat. Könntest du dir vorstellen zu singen? Allerdings oben ohne. Ich wohne in einem Haus. Was ist mit seinem... Was ist das? Das ist seine Brust? Das ist seine Rippen? Und was ist das? What the fuck? Hinten läuft eine Maus. Geil, Alter! Das macht mir auch Spaß. Bonjour, croissant, je m'appelle, je suis. Je ne sais pas très bien, voulez-vous coucher? Ist doch Endlevel, oder? Ich würde legit fischen für Essen. Schaffst du das? Ich kann den Fisch ausnehmen und dann zubereiten. Habe ich nämlich in Kasachstan bei meinen Verwandten gemacht. Da musste ich mit 12 schon einen Fisch holen. Die haben mir das direkt beigebracht. Ich hole einen Fisch und der hat sich noch bewegt. Da war ich so, oh shit. Ich so, was mach? Und der bewegt sich. Dann haben die gesagt, okay, du nimmst den Fisch und haust jetzt ganz hart gegen die Tischkante. Und ich einfach nur... Dann war der tot und dann habe ich ihn aufgeschnitten. Honeypoo, du bist erbärmlich. Das ist wirklich grausam, was du den Tieren antust. Ey, seh zu, dass du Land hier winnst. Verschwinde, ich werde dir Beine machen. Das war ein fantastisches Video. Hä? War das bisher eines der besten? Ich rufe erstmal ein Like.